Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect. Das Spiel ist halt das letzte Mal irgendwie abgestürzt, war blöd am Ende. Ja. Und wir haben ja Oppolds Paket. So. Das müssen wir eigentlich ja nur in die Stadt zu dem Elcor bringen. Denn diese Person will ein Paket haben. So. Mal gucken, ob das wirklich so einfach ist, wie ich hoffe. Wahrscheinlich ist hier beim Scan irgendwas. Nö. Ich hätte gedacht, dass beim Scan halt irgendwas passiert. So. Aha. Hallöchen. Diese Person kriegt ihr Paket. Haben Sie das Paket? Der Kunde wird unruhig. Ja. Bitte sehr. Der Spectre hat dieser Person einen großen Dienst erwiesen. Aus der Tiefe des Lichts dankt sie Ihnen. Diese Person versprach eine Belohnung für die geleisteten Dienste. Dieser schlägt untertänigst eine Summe von 250 Credits als angemessen vor. Sie haben mich gebraucht. Hätten Sie das ohne mich überhaupt am Zoll vorbeischmuggeln können? Sie könnten etwas großzügiger sein. Ihre Worte sind leider nicht von der Hand zu weisen. Diese Person würde die Summe auf 500 Credits erhöhen. Dann bekämen Sie die Hälfte seines Profits. Mehr kann diese Person Ihnen nicht anbieten. Schon in Ordnung. Das muss reichen. Diese Person ist froh, dass wir uns einig sind. Ich schaue mich nur mal um. Tschüssi. Diese Person wartet auf Ihre Rückkehr. Naja, ich komme bestimmt zurück. Ich bin im Dienst, Spectre. Ich sollte nicht mit Ihnen reden. Gut, da ist das halt so, ne? Salarianischer Geschäftsmann. Die Manager haben uns vor Ihnen gewarnt, Spectre. Sie sind der Spectre, ja? Wir dürfen nicht... Ja, ja. So. Hoffentlich bereuen wir es nicht, Ihnen die Waffen gelassen zu... Ja, bestimmt nicht. Hier ist eine Sackgasse. Das Wetter da draußen sieht grässlich aus. Der Göttin sei Dank, dass es hier drinnen warm. Ja, warm weiß ich nicht. Kann ich jetzt noch nicht beurteilen, ne? Da geht's irgendwo hin. Wen haben wir da? Safe Sicherheit. Also. So, sonst ist hier keiner. Wir gehen wieder in die 788 rein. Mit dem netten Mann da hinten. So. Da geht's auch irgendwo hin und hier oben geht's irgendwo hin. Wo sind wir denn hier? Der Zugang zur Garage ist beschränkt. Aber ich muss doch gehen. Ich bin im Auftrag der Zitadelle hier und muss diese Station verlassen. Wenn Sie in die Garage wollen, brauchen Sie Mr. Anoulis Genehmigung. Es gibt keine Ausnahmen. Tut mir leid. Der Zugang zur Garage ist beschränkt. Ich wollte sowieso nicht raus. Schönen Tag noch. Verdammt. Ich brauche also den Zutritt. So, okay, dann gehen wir erstmal zu Syn-IQ. Syn-IQ ist vorübergehend geschlossen. Okay. Aber es ist schön übersichtlich hier, finde ich. Das ist schön. Das ist sehr, sehr schön und sehr praktisch. So. Also müssen wir den hier nehmen. Fahrstuhl. Immer das Fahrstuhl fahren, ne? Aber wenigstens ein Glasfahrstuhl, wo ich weiß, wo ich an wann ich ankomme. So, was haben wir denn hier?
Entschuldigung, ich würde gern kurz mit Ihnen reden. Klar. Der Mann an der Hotelbar. Sein Name ist Rafael Vargas und er ist Handelsvertreter bei Binhex. Ich möchte, dass Sie mit ihm reden. Sind wir uns schon begegnet? Wissen Sie, wer ich bin? Jeder hier weiß, wer Sie sind, Witzbold. Darum sind Sie ja auch ideal für den Job. Sie sind eine bekannte Größe. Jedenfalls wird Vargas das denken. Er wird annehmen, dass Sie hier sind, um die schmutzige Wäsche der Firma zu untersuchen. Und genau das wird ihn von Ihren, meinen wahren Absichten ablenken. Warum geht das nicht? Er ist doch gleich da vorn. Warum reden Sie nicht selbst mit... Ich wünschte, ich könnte es. Aber ich hab's mir schon selbst versaut. Er hat gemerkt, dass ich keine echte Käuferin bin. Und warum ich? Was ist hier los? Ich weiß rein gar nichts über Binhex. Worüber soll ich mit Vargas reden? Ich repräsentiere den Aramali-Stadtrat auf Tessia. Unsere Stadt ist bekannt für die Herstellung von biotischen Verstärkern. Wieso interessiert sich Ihre Stadt für Binhex? Die stellen keine Verstärkungen her. Die Arbeit von Binhex dreht sich zum großen Teil um Biotiken. Gerüchten zufolge hat sich der Noveria-Zweig auf Asari-Biotiken spezialisiert. Extrem starke Biotiken. Für das Militär, um genau zu sein. Wir wollen alle möglichen Risiken für Asari-Rechte einschätzen können. Sie sollen sich als Käufer vorstellen. Im Namen der Allianz oder der Spectres. Ihre militärischen Erweiterungsprogramme diskutieren. Ihre wahre Aufgabe ist es allerdings, ihn abzulenken. Ich werde Ihnen ein Gerät geben, mit dem Sie sich in sein persönliches drahtloses Netzwerk einklinken können. Es wird eine Reihe von Überwachungsviren hochladen, die dann Binhex infiltrieren, wenn er sich das nächste Mal in Ihr Intranet einloggt. Und was ist die Belohnung? Was springt für mich? Geld natürlich. Man würde mich für diese Arbeit großzügig entlohnen. Sie somit auch. 500 Credits. Das ist illegal, das wissen Sie, oder? Glauben Sie, diese Uniform sei nur Show? Meine Aufgabe ist es, das Gesetz zu schützen, nicht es zu brechen. Glauben Sie, dass sich Binhex an alle Gesetze hält? Dass Sie keine anderen Firmen ausspionieren? Ja, aber das ist keine Entschuldigung. Ein Verbrechen entschuldigt kein Verbrechen. Was Sie möglicherweise woanders machen, rechtfertigt nicht, was ich hier gegen Sie unter... In Ordnung, Spectre. Ich verschwinde dann mal. Ja. Dann ist das so. Lurie Queen. Guten Tag. Setzen Sie sich und trinken Sie was. Was kann ich für Sie tun? Han Shan verlassen. Ich muss zu Gipfel 15. Wirklich? Das könnte schwierig werden. Dort oben tobt ein schlimmer Sturm. Der Schneesturm? Meinen Sie den Schneesturm? Natürlich. Was könnte ich denn sonst meinen? Naja, ein Unfall. Ich hörte, es hat einen Unfall gegeben. Es gibt einige Gerüchte. Auch über etwas uraltes Böses und eine Plage von fernen Sonnen. Ha, lustig, was? Da guckt wohl jemand zu viele schlechte Horrorfilme. Aha, und wer sind Sie? Und wer sind Sie? Lurie Keen. Ich bin der momentane Leiter des Büros von Synerq. Anolais hat doch Synerq geschlossen. Gab es Ärger in Ihrem Büro? Mr. Anolais hat mein Büro geschlossen. Er behauptet, Berichten über meine Korruption nachzugehen. Der Administrator ist ein interessanter Mann. Er ist ziemlich reich geworden, seitdem er die direkte Kontrolle über die Mieten hat. Ein interessanter Zufall. Da gibt es wohl einen Zusammenhang. Allerdings. Ich habe Beweise für Anolais Machenschaften. Er heuerte Schläger an, die in meinem Büro danach suchten. Ich vermute, dass Ihr Ziel außerhalb dieses Raumhafens liegt. Mr. Anolais hätte was dagegen, Sie umherstreifen zu lassen. Wenn Sie mir die Beweise aus meinem Büro holen, erhalten Sie meinen Garagenpass und einige Credits. Mhm. Funktioniert das Ding auch? Warum hat Anolais Ihre Karte nicht sperren lassen? Warum sollte er? Da draußen gibt es nichts als Schnee und hungrige Natak. Wie sind Sie an einen Pass gekommen? Ich bin Manager. Die meisten leitenden Angestellten können nach Belieben kommen und gehen. Das klingt doch gut. Haben Sie einen Plan? Den habe ich. Allerdings gibt es da noch ein... Wie sagen Sie Menschen doch gleich... Haar in der Soße? Es könnte erforderlich sein, gewaltsam gegen Mr. Anolais Schläger vorzugehen. Mitglieder des Sicherheitsteams von Han Shan haben mein Büro durchsucht. Er bezahlt sie insgeheim. Miss Matsu weiß nichts von dieser Nebenbeschäftigung. Das kann ich doch nicht tun. Wenn ich die Wachen töten muss, kann ich ihnen nicht helfen. Sie sind hier immer noch das Gesetz.
Das stimmt. Aber ich muss hinzufügen, dass Miss Matsu diese Nebenjobs missbilligt. Ich bin hier, falls Sie Ihre Meinung ändern. Ich wüsste nicht, was ich sonst tun könnte. Ich muss das wahrscheinlich machen, um an den Ausweis zu kommen. Was für ein Angebot haben Sie Ihnen gemacht? Ein gutes. Ich sollte lieber keine Zahlen nennen. Sie geben sie sowieso nur ungern heraus. Sämtliche Sonderleistungen natürlich. Oh, sicher. Die Firma kümmert sich um ihre Mitarbeiter. Versicherung, bezahlter Urlaub, subventionierte Wohnung. Nach einem Jahr erhalte ich Aktienoptionen. Haben Sie von dem Ferienort hier gehört? Am Äquator? Fallschirmspringen, Tauchen, ein zugelassenes Asayura-Feld. Wenn man solche Sachen mag. Ich genieße lieber die Aussicht. Mhm. Sie sind der Spectre, also. Ja? Raphael Vargas. Kann ich Ihnen helfen? Nö. Scheinbar nicht. Scheinbar wohl nicht. So, wen habe ich hier? Türsteher. Okay. Nicht auflegen. Großer Bruder? Ich bin's. Ich bin jetzt auf Noveria. Ich kann nicht lange reden. Dieser Anruf kostet mich 10 Credits pro Minute. Er findet in Echtzeit aus der Traverse statt. Glaubst du, das wäre preiswert? Ich brauche Informationen. Es gibt hier ein Problem. Mit SinIQ. Der Manager Lorik Keen. Er wurde auf frischer Tat ertappt. Der Administrator von Han Shan hat das Büro geschlossen. Du musst etwas für mich herausfinden. Kannst du den Namen aufschreiben? Bist du bereit für den Namen? Ranadril Gan Swa Fulsum Karaten Nar Yadi Bel Anoleis. Nein, das ist der Administrator. Der Han Shan Administrator. Dann denk darüber nach. Ein Turianer riskiert nicht, dass man sein Büro schließt. Er gefährdet sein Team nicht. Das wird schon in der Grundausbildung gelehrt. Ich denke, der Administrator will diesem Keen seinen eigenen Mist in die Schuhe schieben. Natürlich passe ich auf mich auf. Denkst du, ich könnte über das Netzwerk von Noveria ungefilterte Daten bekommen? Außerdem würde es ewig dauern, bis eine Suche außerhalb des Systems wieder zurückkommt. Danke, großer Bruder. Ich muss gehen. Ja, ich melde mich bald wieder. Aha, interessante Information. Inamorda. Verschwinden Sie. Nett. Wen haben wir hier noch? Ein Terminal mit schwerer Dechiffrierung. Joa. Sicherheitslog, nicht autorisierte Übertragung. Ich weiß nicht, ob Sie diese empfangen können, Doktor, aber Sie müssen sich so schnell wie möglich in den Sicherheitsbereich begeben. Ihre Verbindung zu unserer Organisation ist bekannt geworden. Ihre Basis im Newton-System ist nicht mehr sicher. Wiederhole, begeben Sie sich sofort in den Sicherheitsbereich. Aha. Oh oh. Na toll. Mist. Dann halt mit. Aha. SinIQ Dings da ist. Okay. Ich hack hier alles, die naja, vor allem gastfreundlich empfangen nämlich nicht. Okay, dann ist vielleicht doch nicht so schlimm, dass ich hier alles hacke. Ich hab mir gerade versucht, irgendwelche Vorwürfe zu machen. Ah, aber das ist vielleicht doch nicht so schlimm. Türsteher. Tut mir leid. Der Zutritt zum Hotel ist nur Firmenmitarbeitern gestattet. Toll. Wenn ich ein Zimmer buche? Ach, fast weil. Bin reich. Wir haben Beziehungen. Aber nö. Schon wieder da? Was kann ich heute für Sie? Was? Han Shan verlassen? Matriarchin Benesia. Haben Sie vor kurzem eine Asari-Matriarchin gesehen? Ja, sie hat für einen ziemlichen Aufruhr gesorgt. Es kommt nicht jeden Tag eine Matriarchin mit einer Horde Soldaten an. Ist das so merkwürdig? Ist es so ungewöhnlich, eine Matriarchin zu sehen? Sie verlassen nur selten den Asari-Raum. Da ist es überraschend, eine so hochgestellte Persönlichkeit zu sehen. Lady Benesia war ihrer Position entsprechend gekleidet. Eine Asari in Nadelstreifenanzug lässt unter den jüngeren Männern Gerede aufkommen, gewissermaßen. Jüngere Männer sind oft auf ungesunde Weise besessen von meiner Spezies. Und sie lassen Soldaten rein? Sind bewaffnete Soldaten auf Noveria erlaubt? Ich weiß nicht, ob sie entwaffnet wurden. Biotikkräfte kann man natürlich nicht konfiszieren. Saren ist eine wichtige Person. Und somit auch Benesia. Er ist ein Investor, der seine Aktien verkaufen könnte, wenn man ihm was verweigert. Und was will sie hier? Wissen Sie, warum Benesia hier ist? Sie behauptet, Sarens Assistentin zu sein und ein Projekt in Ordnung bringen zu müssen. Ich schätze, sie meinte Gipfel 15. Ich habe noch eine andere Frage.
Menschen haben immer zu Fragen. Ich sollte mal ein Buch darüber schreiben, wenn ich Zeit dazu finde. Ich habe über Ihre Probleme mit Anuleis nachgedacht. Wirklich? Wir brauchen einander. Helfen Sie mir, wenn ich Ihnen helfe? Ja, Sie wollen Zugang zur Garage. Wenn Sie mir die Beweise aus meinem Büro holen, erhalten Sie meinen Garagenpass und einige Credits. Okay. Haben Sie einen Plan? Den habe ich. Ach so, allerdings, ja. Es könnte... Er bezahlt Sie... Ich werde mich darauf konzentrieren, Ihnen die Beweise zu liefern. Wenn ich Glück habe, muss ich gegen niemanden kämpfen. Großartig. Hier ist mein Zugangspass fürs Büro. Er aktiviert den Fahrstuhl. Die Beweise sind in meinem Bürocomputer. Die OSD enthält einen Zugangscode, mit dem Sie darauf zugreifen können. Stecken Sie sie ins Laufwerk. Der Rest geschieht automatisch. Und vermeiden Sie Blutflecken auf dem Teppich, ja? Mach ich. Das könnte man diese Folge noch hinkriegen. Ich wundere mich gerade, dass die Zeit so langsam umgeht. So. Und es geht nach unten. Ja, la 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 la. Unser Gesicht ist im Kreis. So. Mich nervt das sehr, dass man sich in diesen Fahrstühlen nie bewegen kann. Dann gehen wir doch mal da runter in den Fahrstuhl. Und holen uns die Beweise, die er will, damit wir in die Garage können. Ist das hier überhaupt richtig? Okay. Mein Volk hatte früher mit den Firmen auf Noveria zu tun. Sie zahlen gut und stellen keine Fragen. Na dann. Kann ich mal jetzt... Und eigentlich habe ich Punkte... Oh, ich habe tatsächlich Punkte. Hier, dann kriegt sie Pistole. Dann kann sie auch mal wieder ein bisschen schießen. Und da hast du die anderen nicht. Okay. Ich hab anscheinend kein Level Up. Oh oh. Die werden sich bestimmt wundern, warum wir hier sind. Stehen bleiben, Handschuhe Sicherheit. Dieses Büro ist geschlossen. Was geht hier vor sich? Was machen Sie in diesem Büro? Anordnung des Administrators. Gegen Lorikin wird ermittelt. Sie sind illegal hier. Anuleis bezahlt Sie, um hier alles zu durchwühlen. Weiß Captain Matsu, dass Sie hier sind? Hey, ich bin nicht hinter Keen her. Anuleis kann diesen Keen auf den Tod nicht ausstehen. Wie wäre es mit Folgendem? Sie tun so, als hätten Sie uns nicht gesehen und wir sahen Sie nicht. Okay. Nett. Und ich glaube, ich muss trotzdem Leute töten. Los, los, los! Na, wunderbar. Oh Gott. Dabei wollte ich doch niemanden töten. Mensch, Mensch, Mensch. Wo denn? Alter! Fehlgeschlagen? Was? So. Na guck mal, hier konnte ich jetzt wieder nicht zurücksprinten. Warum? Was haben wir da? Eine leichte Dechiffrierung. Aha. Okay, das sind Sachen, die schön sind. Lancer macht jetzt wenig Schaden. V5 brauchen wir nicht. Eine Pistole, die mehr Schaden macht. Und in allem besser ist, ja, das mache ich doch. Da muss ich auch keine Stilettos mehr tragen. Gut. So, ein Computer. Bericht über vermisste Personen. Zu den Händlern
Händenadministrators Anoleis. Ein Mann namens Garrod sucht nach Informationen über den Aufenthaltsort einer unserer Frachter. Er glaubt, dass das Schiff seines Bruders auf der Reise durch das Strenu-U-System von Piraten angegriffen worden sein könnte. Untersuchung läuft. Boah. Ein Upgrade-Kit. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir schon. Shredder. So. Ein Waffenspind. Okay. So, Sturmgewehr, Sturmgewehr, Schrotflinte. Das mache ich nicht. Eine Schrotflinte mit wenig Schaden kann ich verkaufen. So. Ausrufezeichen, da war ich doch gerade eben schon, oder? Da war ich da nicht? Ich war doch in diesem Raum. Ach, stimmt, das ist wahrscheinlich der Stockwerk oben. Ich weiß, was ich schade finde? Der Raum hier ist riesig. Also Platz für 30, 40, 50, 100 Leute, schätzungsweise eher. Ist für einen Typen das Büro. Weißt du, die ganzen Zwischenräume, alles hier so leer. Ein Gang, wo du mit dem Auto langfahren könntest. So riesige Blumentöpfe. Ich verstehe es nicht. Ein Wandsafe. Oh Gott, ich will, oh Gott. Haha. Polonium-Munition brauche ich nicht. Aber der Kampfscanner nehme ich mal mit. Medizinkette ist immer gut. Looking Keens Computer. Sie haben die Device runtergeladen. Sehr schön. Hä? Da hinten steht jemand. Na, wunderbar. Hallo! Morgen. Sie sollten nicht hier sein, Shep. Wer sind Sie? Sie haben einen Vorteil, Miss. Oh, jetzt wollen Sie mir Respekt erweisen. Ich bin Sergeant Kaira Sterling, Schutzabwehr Fürsorge Elanus. Anoleis würde Sie für das, was Sie hier getan haben, deportieren. Ich nicht. Wissen Sie, was man auf meiner Welt mit Kopfkillern macht? Sie sind außer Dienst hier und brechen das Gesetz, weil Sie geschmiert wurden. Und wir sollen uns schlecht fühlen, weil wir Sie aufhalten? Sie ließen mir keine Wahl. Ich wollte nicht gegen Sie kämpfen. Sie haben zuerst geschossen. Ich brauche keine Waffe. Brauchst du nicht. Das machen wir für dich. Ja. Echt? Ich spür davon noch nichts. Komm ich da denn irgendwo hin? So. Da ist ein Wandsafe. Theoretisch könnten wir fast sogar alles hier mit Kryo-Munition, Protonladung können wir eigentlich auch wegmachen. Das brauchen wir direkt nicht. Kinesischer Puffer, Kryo-Springsatz. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Jetzt können wir runtersprinten. Warum gerade eben nicht? Hallo. Eine Wache weniger. Das dürfte uns aber nicht weiter stören. So. Commander. Es gab Berichte über Lärm im Büro von Syn IQ. Wissen Sie vielleicht, was da... Es waren wohl Anoleis Gauner. Das waren bestimmt Anoleis Gauner, die alles auseinandernahmen. Sie sind ein Klugscheißer, was? Gut, damit kann ich umgehen. Wir treffen uns auf einen Drink im Hotel, bevor Sie mit Keen reden. Ich werde auf Sie warten. Okay. Ich dachte, ich darf nicht ins Hotel. Ah, nee, das ist die Garage.
Ja, gut, dann machen wir das, ne? Dann gehe ich ins Hotel. Und treffe mich dann mit ihm und kriege den Pass. Oh, sehr schön, dass du weißt, dass wir dann, ne? Also, sehr beruhigend. War das Hotel irgendwo hier? Oder Fahrstuhl zum Hotel, ja doch. Diese Fahrstuhlfahrten, ne? So. Ich hoffe, der Türsteher lässt mich nicht mehr rein. Bevor ich mit Lorikin rede, mache ich mal. Achso, ach, ich muss gar nicht ins Hotel. Wenn ich mich nochmal vorstellen dürfte. Parasini, interne Ermittlungen aus Novel. Warum sind Sie hier? Was will eine interne Ermittlerin hier? Die Direktoren wissen von Anolés Korruption. Ich arbeite seit 6 Monaten undercover. Ich will, dass Sie Keen überreden, vor den Direktoren auszusagen. Dank seiner Beweise kann dieser Planet wieder profitabel geführt werden. Und Ihr Job? Sie arbeiten für Anolés. Können Sie nicht seine Aufzeichnungen nutzen? Er ist ein Gauner, aber kein Dummkopf. Er hat keine Dateien im Computer, in denen steht, ich habe 3 Millionen Credits gestohlen. Keens Aussage und Beweise sind alles, was ich brauche, um Anolés Schuld beweisen zu können. Mhm. Können Sie es nicht selbst tun? Warum fragen Sie Keen nicht einfach? Ich bin Anolés Sekretärin. Denken Sie, er würde mir glauben? Mir in einer dunklen Gasse seine Beweise übergeben? Ja, gut. Ich dachte, Korruption wäre auf Noveria üblich. Die Regel lautet, mach keinen Ärger. Egoismus wird toleriert, solange er nicht geschäftsschädigend ist. Anolés vertreibt die Kunden. Ich brauche aber den Pass von Keen. Ich brauche Keens Garagenpass, um meine Mission beenden zu können. Wenn Sie mir helfen, bekommen Sie alles, was Sie brauchen. Quid pro quo. Auf lange Sicht ist es besser, die Quelle des Problems zu beseitigen. Hören Sie, Shepard. Mir gefällt das auch nicht. Spectres treiben Schindluder mit dem Gesetz. Das ist schlecht fürs Geschäft. Bezahlen Sie mich. Keen hat mir Geld angeboten. Was ist mit Ihnen? Ich kann Ihnen eine Kopie von Anolés Pass geben. Aber ich kann keine großen Summen verschieben, ohne dass man es merkt. Na dann werde ich Ihnen helfen. Okay. Ich rede mit Keen und versuche, ihn zu überzeugen. Vielen Dank. Sie wissen, wo Sie mich finden. Sagen Sie mir Bescheid, wenn er mitspielen will. Mach ich. Keen, ich brauche Sie. Schön, Sie zu sehen, Spectre. Gibt es Neuigkeiten bezüglich der speziellen Angelegenheit? Sagen Sie gegen Anolés aus. Ich habe den Job erledigt. Aber ich wurde von einer internen Ermittlerin kontaktiert. Sie möchte, dass Sie gegen Anolés aussagen. Nun, da Sie mein Eigentum haben, wollen Sie mir vorschreiben, was ich damit mache. Ich habe kein Interesse an einem öffentlichen Spektakel. Sie wären ein Held. Jeder auf dieser Station hat unter Anolés Erpressung zu leiden. Sie könnten ein Held sein. Ohne das Wohlwollen der Direktoren können meine Arbeitgeber hier nicht operieren. Die Direktoren ermitteln bereits gegen Anolés. Sie sind besorgt, so jemanden in ihren Reihen zu haben. Schon gut. Es ist klar, dass ich es Ihnen nicht ausreden kann. In Ordnung. Ich werde aussagen. Treffen Sie mit Ihrem Kontakt alle Vorbereitungen. Ich werde hier warten. Na dann. In Anolés Büro. Okay, das ist wieder da unten. Fahrstuhl fahren. So. Das haben wir. Perfekt. Okay, dann gehen wir jetzt zu dem, der grüne Punkt ist ein Händler. Ich dachte gerade schon, was ist denn jetzt los? Zu Anolays Büro. Die Safe-Sicherheit ist mir jetzt auch schon nicht mehr ganz safe. Das ist der WTF, was ist mit dem Fahrstuhl passiert?
ich Geschwindigkeit hoch. So, da unten ist doch das Büro gewesen, glaube ich, ne? Beim Eingang. Ah, nicht. Nicht? Hm? Das ist sonderbar. Wollte das eigentlich noch in dieser Folge beenden? Ach, gucke mal, so wird das also gelöst. Das ist ja klug. Erst ist dann Nebel und dann ist der Nebel weg, wenn der Ladebildschirm zu Ende ist. Was ja relativ schnell ging. Genau, das ist ein moderner Computer, ne? Das Spiel ist vor der Computerzeit hier. Ja. Raffiniert. Die Frage ist, wie komme ich dahin, wo ich will? Huch, nein. Fahrzeuge. Administrationsbüro, da will ich hin. Da muss ich wahrscheinlich da unten hin, so wie es aussieht. Ja, das sieht richtig aus. Darf ich durch? Danke. So riesige leere Räume wieder, weißt du? Hallöchen. Spectre, haben Sie über mein Angebot nachgedacht? Natürlich. Was ist auf Gipfel 15 passiert? Bevor das Wetter schlechter wurde, schickten Sie ein Code Omega-Signal nach Han Shan. Code Omega steht für einen Bruch der Sicherheitsprotokolle. Bis die Crew ihr Okay gibt, bleibt der Zutritt verboten. Mehr wissen Sie nicht? Das sagt mir nicht viel. Das sind meine Informationen. Niemand weiß, was dort oben vor sich geht. Und wenn kein Okay kommt? Und wenn die Crew kein Okay gibt? Dann entscheiden die Direktoren, ob die Anlage zerstört wird. Unser Antimaterie-Sprengkopf kann dort alles vaporisieren. Wie komme ich zu Gipfel 15? Die Shuttles fliegen nicht. Sie müssen fahren. Wenn Sie Keen zum Aussagen überreden, bekommen Sie Zugang zur Garage. Okay. Wissen Sie, warum die Matriarchin hier ist? Es hat was mit Gipfel 15 zu tun. Sie traf ein, nachdem wir Code Omega erhielten. Die automatische Warnung bei einem Eindämmungsbruch. Sie kam mit einer Eskorte aus Asari-Soldaten. Sie nahmen das letzte Shuttle zum Gipfel 15 und hatten einige Kisten bei sich. Was war da drin? Wissen Sie, was in den Kisten war? Keine Ahnung. Die Soldaten ließen niemanden in ihre Nähe. Aber sie schienen schwer zu sein. Ich habe ihn überzeugt. Keen hat sich dazu überreden lassen, auszusagen. Jetzt bin ich aber erleichtert. Ich werde die Beweise für den sicheren Transport vorbereiten. Hätte nicht gedacht, dass sie mir helfen. Wo sie doch ein Spectre sind und so. Einige von ihnen sind wohl doch ganz in Ordnung. Und die Garage? Lassen Sie mich dann in die Garage? Während Sie Keen bearbeitet haben, habe ich Ihnen einen Garagenpass besorgt. Seien Sie da oben vorsichtig. Ich muss jemanden verhaften. Hätte ich doch nur die Zeit, mich vorher umzuziehen. Ich hasse Röcke. Eine Unverschämtheit! Ich sorge dafür, dass Sie in diesem Sektor keine Arbeit mehr kriegen! Ja, ja, gehen Sie. Sie, Shepard! Ich verlange, dass Sie diese Schlampe verhaften! Sie haben das Recht zu schweigen. Ich wünschte, Sie würden es auch ausüben. Man sieht sich in der Galaxis, Commander. Ich schulde Ihnen ein Bier. Die hat ein richtig nices Lackkleid an. Kein Rock. So, auf jeden Fall, bis zur nächsten Folge und tschüss.